Das ist schon spannend, was bei uns in Deutschland passieren kann. Das ist Martin Reichert von der AfD, der eine Rede im Deutschen Bundestag gehalten hat und dabei am Ende seiner Rede eine Deutschlandfahne hochgehalten hat. Und was passiert dann direkt danach? Folgendes von der Sitzungsleiterin. Lieber Herr Reichert, wir halten hier nichts hoch. Wir sind ein Parlament des Wortes und nicht des Hochhaltens von Fahnen oder dergleichen. Von daher erteile ich Ihnen dafür einen Ordnungsruf und ich erteile Ihnen einen Ordnungsruf, da Sie die Regierung als Verfassungsfeinde bezeichnet haben und ausdrücklich dahin gezeigt haben. Und wenn Sie heute noch mal einen Ordnungsruf kriegen, dann müssen Sie den Raum verlassen. Ich möchte Sie vorsorglich darauf hinweisen. Ja, das heißt also, er hat die Deutschlandfahne hochgehalten und kassiert dafür einen Ordnungsruf und er kann sogar ein Ordnungsgeld im Extremfall dafür aufgebrummt kriegen von zunächst einmal 1.000 Euro. Und da stellt sich die Frage, mit welcherlei Maß denn hier gemessen wird, denn es ist überhaupt nicht verboten, eine Deutschlandfahne, es ist ja kein anderes Insignium da drauf, hochzuhalten. Im Gegenteil. Denn das schreibt das Bundesministerium des Inneren und Heimat tatsächlich auf der offiziellen Webseite. Wer darf die Bundesflagge und die Bundesfahnen verwenden? Und da steht, die Bundesflagge ohne Bundesschild, und das hat er getan, das war lediglich Schwarz-Rot-Gold, darf von jedermann, jederzeit und überall verwendet werden. Eine Grenze zieht hier das Strafgesetzbuch mit dem Verbot der Verunglimpfung, aber da war ja nicht von Verunglimpfung die Rede. Und dennoch gibt es eben einen Ordnungsruf dafür, für diesen Mann hier, für Martin Reichert. Wie ist deine Meinung zu diesem Ordnungsruf, zu dieser Strafe dafür, dass er eine Deutschlandfahne als AfD-Politiker im Deutschen Bundestag hochgehalten hat? Lass es mich wissen in den Kommentaren hier bei Politikfokus, deinem Kanal, wo deine Meinung zählt rund um das politische Geschehen in Deutschland und der Welt. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, dieses Video zu liken und natürlich auch zu teilen in den sozialen Netzwerken und natürlich mit deinen Freunden, Verwandten und Bekannten, damit alle über die aktuellen Entwicklungen informiert sind. Dafür sage ich herzlichen Dank. Und jetzt gucken wir mal detailliert rein, was denn überhaupt der Kollege gesagt hat, was dafür gesorgt hat, dass er nicht nur einen, sondern zwei Ordnungsrufe auch noch erhalten hat. Hier also die Rede, die er als AfD-Politiker im Deutschen Bundestag gehalten hat. Hört mal ganz in Ruhe rein, ob das denn tatsächlich gerechtfertigt ist, so einen Ordnungsruf oder sogar zwei und die Androhung, den Saal verlassen zu müssen, hier zu verteilen. Frau Präsidentin, Anwesende, Damen und Herren, liebe Zuschauer, in Deutschland ist es wieder soweit. Die Regierung lässt Menschen gegen Andersdenkende aufmarschieren. Die Regierung hat die Marschierer durch die Lügenkampagne davon überzeugt, dass Gegner der Regierung auch ihre Gegner sind. Die Geschichte hat gezeigt, dass es böse endet, wenn andere Meinungen verfolgt oder verboten werden. Dass es gefährlich ist, Menschen zu hassen, nur weil sie die Regierung kritisieren und ihr widersprechen. Aber die Lehren werden derzeit ins Gegenteil verkehrt, weil die Regierung und die Marschierer ja die selbsternannten Guten sind. An die Regierung und alle selbsternannten Guten, die sich immer noch fragen, wie konnte es damals dazu kommen, schauen Sie in den Spiegel, dann wissen Sie warum. Hassen, denunzieren, verleumden, das dürfen die selbsternannten Guten mit Genehmigung der Regierung und natürlich auch die Regierung selbst. Schmeißfliegen, Ratten, AfDler töten, Nazis, inzwischen ein Synonym für Andersdenkende jeder Couleur, Keulen, all das ist nur ein kleiner Teil der Widerlichkeiten, die ungeahndet gesagt werden dürfen über Andersdenkende. Das ist natürlich alles kein Hass. Das ist alles keine Hetze, das ist alles regierungskonform. Und natürlich dürfen auch große Ausgrenzungskampagnen der sogenannten Zivilgesellschaft nicht fehlen. Unter dem Hashtag Zusammenland versammelt sich der internationalistische, internationalsozialistische Nachfolger der nationalsozialistischen Volksgemeinschaft, getragen vielfach von Unternehmen, die schon 33 ihre Belegschaft gleichgeschaltet haben. Das ist eine Schande, meine Damen und Herren. Frau Paus sagte in der Debatte zum Demokratiefördergesetz, ich zitiere, wir wollen dem Umstand Rechnung tragen, dass Hass im Netz auch unter der Strafbarkeitsgrenze vorkommt. Viele Feinde der Demokratie wissen ganz genau, was auf Social-Media-Plattformen gerade noch unter Meinungsfreiheit fällt.
Wer also linksgrüne Ideologie nicht anerkennt, der wird für Sie zum Delegitimierer, zum Rechtsextremisten oder eben zum Hassredner, den es mundtot zu machen gilt, nur weil es Ihnen so gefällt. Was sagbar ist, bestimmen in Zukunft Linksgrüne und ihre Armee von Antidiskriminierungsbeauftragten in Kompetenznetzwerken, die durch Millionen von Steuergeldern finanziert werden. Beispiele für das, was für Sie Hassrede ist, das sind zum Beispiel Aussagen wie: Es gibt nur zwei Geschlechter, eine Frau hat keinen Penis, oder auch nur die Frage, ob Herr Habeck bis drei zählen kann. Meine Damen und Herren, das ist eben nicht Meinungsfreiheit, das ist das Ende der Demokratie, das Sie hier herbeiführen wollen. 2018 urteilte das Bundesverfassungsgericht, damals sehr weise, ich zitiere: Die mögliche Konfrontation mit beunruhigenden Meinungen, selbst wenn sie in ihrer gedanklichen Konsequenz gefährlich sind und selbst wenn sie auf eine prinzipielle Umwälzung der geltenden Ordnung gerichtet sind, gehört zum freiheitlichen Staat. Der Schutz vor einer Vergiftung des geistigen Klimas ist kein Eingriffsgrund in die Meinungsfreiheit. Ja, und genau so ist es. Und da muss man sich eben fragen, wo die wirklichen Verfassungsfeinde sitzen. Sie sitzen dort auf der Regierungsbank und hier bei Ihnen in der Ampelkoalition. Der ehemalige Vorsitzende der SPD, Oskar Lafontaine, hat die Cancel Culture, also den Eingriff in die Meinungsfreiheit, einmal als Präfaschistoid bezeichnet. Und genau das ist der Weg dieser Regierung. Selbst die schwarz-rot-goldene Fahne, die Fahne der Freiheit und des Widerstands auch gegen die Herrschaft der Nazis, gilt bei Ihnen heute als rechts und darf auf Ihren Demonstrationen oft nicht gezeigt werden. Aber der Widerstand gegen Sie wird in Deutschland immer größer. Ihr Angriff auf die Meinungsfreiheit, er wird Ihnen vom deutschen Volk bei den Wahlen nicht durchgelassen werden. Das kann ich Ihnen heute schon sagen. Diese Regierung, Sie werden abgewählt werden und es wird der ökototalitaristische Mief verschwinden in Deutschland. Er wird verschwinden und die Fahne Deutschlands, schwarz-rot-gold, die Fahne von Freiheit und Recht, sie wird leuchten in Deutschland. Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes Unterpfand. Vielen Dank. Ja, bildet euch einfach eure eigene Meinung zu dieser Rede, zum Hochhalten der Fahne und zu dem, was Reichert da alles gesagt und von sich gegeben hat. Und schreibt natürlich gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Hier bei Politik Fokus, deinem Kanal, wo deine Meinung zählt. Wir sind sehr gespannt auf einen offenen und ehrlichen Austausch rund um das, was hier geschieht. Und wenn du selber ein kleines bisschen Sorgen hast, wohin das Ganze alles führt und über deine finanzielle Zukunft Gedanken hast, dann mach dir keine Sorgen. Ich habe einen schönen Tipp für dich. Klick einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung unterhalb dieses Videos. Da erfährst du, wie du kostenlos 200 Euro und zwar steuerfrei ohne Arbeit erhalten kannst. Ich habe es selbst gemacht und es funktioniert, um dir deine Rente ein bisschen aufzubessern oder einfach zusätzlich mindestens 200 Euro einfach so zu verdienen. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, dieses Video zu liken, wenn dir diese Informationen geholfen haben, deine Meinung zu bilden. Und vergiss nicht, das Video zu teilen mit Freunden, Verwandten, Bekannten und auf den sozialen Netzwerken, damit alle anderen auch informiert sind über das, was hier bei Politik Fokus im politischen Deutschland und in der Welt passiert. Vergiss auch nicht, auf das Video zu klicken, was hier nochmal eingeblendet ist. Eine weitere spannende Entwicklung, die du so garantiert noch nicht kennst. Also auf jeden Fall anschauen, draufklicken und wir sehen uns dann in diesem Video. Und bis dahin sage ich Tschö mit Ö.